FNAF hat ein Problem und das bist du. Ja, du. Nicht du als Person, eher du als Repräsentant der Community, von welcher einige Teile echt besorgniserregende Aktionen brachten. Sei es Scotts Familie zu bedrohen oder jede verdammte Freddy's Pizzeria zu belästigen mit unlustigen Scherzanrufen und, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, VR-Chats, in denen ich keine Person unter 25 lassen würde, in denen gewisse FNAF-Models genutzt werden, die echt nicht okay sind. Aber das alles kommt nun mal mit einer riesigen Community. Besonders, wenn es die Community eines der beliebtesten Franchises der Welt ist. Und die meisten Personen der FNAF-Community sind mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Seien es andere FNAF-YouTuber wie Jata, Janmu oder Krypto. Und das FNAF-Netzwerk natürlich. Oder Animatoren wie Arne, Kire oder Spider. Und vor allem natürlich ihr, die ihr meine Videos und mich so toll supportet habt in den letzten Jahren. Und ihr, mit denen ich so coole Gespräche in den Kommentaren führen kann. Aber leider geht es in diesem Video nicht um die guten Seiten. Es geht um die schlechten. Von FNAF-Dramen bis hin zu Verbrechen. Und nicht zuletzt extrem hinterhältigen Aktionen, die das FNAF-Franchise schon über sich ergehen lassen musste. Dieses Video soll Licht in den Abgrund werfen der längst vergessenen Missetaten, die teilweise Leben und ganze Existenzen ruinierten. Und euch auch eine Lehre sein. Was ihr im Internet macht, wen auch immer ihr aus Scherz beleidigt oder vielleicht sogar mobbt, exposed oder doxt, es hat unter Umständen schreckliche Konsequenzen. Fangen wir mal sachte an. Mit gestohlenem geistigen Eigentum. Ein Problem, von dem ich vor bis zu einem Jahr noch ein großer Teil war. Aber worauf bezieht sich das nun? Nun hat FNAF eine extrem große Menge an sehr talentierten Künstlern. Und wenn sie mal nicht Montgomery Gator mit einem fetten Schwanz zeichnen, dann werden super Artworks kreiert, die oftmals genutzt werden, um Geld zu verdienen. Leider nicht von den Künstlern selber, sondern Unternehmen, die die Artworks klauen und auf irgendwelche hässlichen T-Shirts oder noch schlimmer Bettdecken klatschen. Teilweise erstellen sie ja sogar 2 Meter große Roxy-Figuren mit entfernten Klamotten. Wait, das hat nichts mit dem Video zu tun, dass man einkauft. Die Problematik ist einfach, dass Künstler weder kreditiert noch bezahlt werden für ihre Werke und diese halt genutzt werden, um Geld zu machen. Eine Sache, die sogar Mitarbeiter von Steelwool in FNAF VR gemacht haben. Der FNAF Help Wanted VR Teaser beinhaltete einen blauen Render von Funtime Foxy. Dieses Model ist aber von einem Animator namens Gabbo. Legen wir die beiden Models einfach mal übereinander, sehen wir eindeutig, dass sich daran bedient wurde, was sehr kritisch ist, da das ein richtiges Unternehmen ist und mit dem FNAF-Franchise direkt zusammenarbeitet. Es ging so weit, dass sich auch Scott entschuldigt hat und der Teaser runtergenommen wurde. Es gab auch ein großes Statement von Scott, wo er sich, wie gesagt, ausgiebig entschuldigt hat und zugibt, dass so manch ein Fanmodel besser als das Originale ist und er somit versprach, dass sowas nie wieder eintreten solle. Doch weitaus schlimmer ist der nächste Punkt, auf den ich am Anfang schon angespielt habe. Die toxische Community, welche einen schlechten Ruf hat. Und dieser Meinung sind die meisten Leute innerhalb unserer Community und auch von außen. Also haben wir Probleme mit uns selber und mit anderen Personen und das ist ziemlich seltsam. Nach innen hin gibt es immens viele Streitigkeiten, besonders wenn es zu Theorien kommt. Selbst wenn man eine gut geformte Theorie hat, wo alles bündig ist, wo alles gut erklärt ist, mit Quellen, wird in der Regel so gut wie nie normal diskutiert. Leute werden beleidigt und akzeptieren keine zweite Meinung. Das letzte Buch hat uns einige neue Eindrücke gegeben. Und die Menge an toxischen Leuten, die mich dumm genannt haben, weil ich in einem super aufwendig recherchierten Video gesagt habe, dass es nur Withered Foxy sein kann, der den Might of 87 gemacht hat, ist einfach immens. Kaum hat man eine eigene Meinung, wird man schnell beleidigt oder gemobbt, gedoxt, beziehungsweise einfach nur belästigt. All dies habe ich schon mitbekommen, was mich persönlich nicht juckt, wenn es gegen mich geht. Ich kann sowas ab, das ist kein Problem, aber was mir wirklich stinken würde, wäre, wenn es gegen meine Familie gehen würde. Und das ist leider passiert. Nicht mir, zum Glück, sondern dem guten Scott. Leute haben angefangen, Drohbriefe zu schreiben und seine Adresse zu doxen, weil er Spenden an die Republikanerseite der amerikanischen Politik machte. Denn damals war seine Frau schwanger und es
gab einfach Drohbriefe nach Hause und Leute veröffentlichten seine verdammte Adresse. Und das, als er noch dort lebte, mit seiner Familie und seinen Kindern. Was einfach nur ekelhaft ist. Ich hoffe, diese Person fährt direkt zur Hölle. Okay, das war übertrieben, aber es ist eine super gute Überleitung zu Haspen Hotel. Denn die Person hinter der Serie, Vivian Medrano, hat online gesagt, dass Scott die ganze Situation hätte deutlich besser managen können. Denn als Reaktion darauf, dass er halt geärgert wurde online, beziehungsweise ihm wirklich bedroht wurde und alles, hat er sich von FNAF-Franchise zurückgezogen, was echt traurig ist. Aber meiner Meinung nach nicht mal so eine schlechte Lösung. Allerdings ist sie da hingegangen und hat das auf Twitter laut gesagt, nur um dann selber gedoxt zu werden. Das heißt, Leute haben ihre Adresse geleakt, bloß weil sie sich gegen Scott ausgesprochen hat. Was eine Frechheit ist. Und das ist eine fette Doppelmoral. Wir beschweren uns hier gerade darüber, dass Scott das nicht verdient hat und man nicht Adressen leaken soll, aber dann nehmen Leute ihre Aussage als Grund, sie wegzudoxen. Zum Glück lebte sie dort nicht mehr, aber trotzdem ist es eine Scheißaktion. Aber hier hört das Ganze noch lange nicht auf. Während Scotts Drama echt kindisch ist, denn sind wir mal ehrlich, Leute, die andere wegen ihrer politischen Ausrichtung hassen, sind ziemlich traurig, zumindest wenn die politische Ausrichtung nicht in irgendeiner extremen Art und Weise ist. Was man aber nicht als kindisch bezeichnen könnte, sind die Taten von Lady Fizzy, welche eine tolle Erfolgsstory hatte. Sie war mal ein Fan von FNAF, ist wahrscheinlich immer noch, und hat atemberaubende Fanarts gemacht, weswegen Scott auf sie aufmerksam wurde und sie anstellte. Sie hat an zahlreichen Modellen mitgearbeitet und auch viele Cover für die FNAF-Bücher gezeichnet. Auch ihre Fanfictions waren berühmt und sie erfreute sich bester Beliebtheit. Doch dies änderte sich, als ihre fragwürdigen Interessen herauskamen. Interessen wie Lollicons. Diese japanische beliebte Subkultur ist einfach nur ekelhaft. Denn hier mögen Leute jung aussehende bzw. junge Charaktere. Und mit mögen meine ich halt teilweise auch auf eine falsche Art und Weise. Was echt ekelhaft ist, wenn man mit der FNAF-Community zu tun hat. Denn die FNAF-Community besteht aus großen Teilen aus Kindern. Deswegen sollten solche Menschen nicht auf so eine Community gelassen werden. Nun kombiniert man das mit Stellen aus ihren Fanfics, wo davon geredet wird, dass man die Flasche eines kleinen Mädchen öffnen soll. Offenbar ist dies nur ein Joke gewesen in der Fanfic? Das ist aber kein lustiger Joke. Das ist einfach nur krank und ekelhaft. Das hinterlässt einfach nur einen seltsamen Geschmack. Besonders, wenn es von ihrer Version von Scott kommt, der das gesagt hat zu Purple Guy. Was zum Teufel? Nun fanden Leute das ähnlich krank wie ich gerade und haben dann auf Twitter einen Hashtag gestartet. Fire Lady Fizzy. Und dieser Hashtag ist ziemlich krass abgegangen. So krass sogar, dass sie ihren Job bei Scott verlor. Auf einer Seite finde ich es traurig, dass so eine talentierte Künstlerin aus der Community rausgeworfen wird. Auf der anderen Seite finde ich das richtig. Denn man sollte an keiner Ort und Stelle jegliche Sachen entschuldigen, die mit Pädophilie zu tun haben. Es ist ekelhaft und krank. Man muss diese Individuen, die sowas in jeglicher Form praktizieren, einfach jagen und aus jedem Fandom rauswerfen. Besonders aus der FNAF-Community. Aber jetzt einmal weg von Künstlern. Hin zu Programmierern. Fangames sind ein großer Teil von FNAF. Und leider sind nicht alle Fangames mit guten Gedanken entstanden. Manche sind sogar extrem verstörend, aber nicht auf die Art und Weise, wie sie sein sollten, denn bei FNAF geht es immer noch um ermordete Kinder, was ein sehr schweres Thema ist. Trotzdem gab es Fangames, die einfach nur ekelhaft sind. Fangames wie Five Nights at Homer's hört sich erstmal komplett zahm an und keiner würde meinen, dass ein Fangame von den verdammten Simpsons irgendetwas Schlimmes beinhalten kann. Bis man dann die Trailer guckt und dort einfach das N-Wort gesagt wird. Es einfach nur Kacke ist. Und das war nicht der letzte Fauxpas, der sich die Fangame-Gemeinde von FNAF erlaubt hat. Denn im Fangame Five Nights at Haunted House wurden die echten Namen und Fälle von echten vermissten Kindern aus dem Internet genutzt. Ihr wisst schon, die Intros, wo man in der Regel so Zeitungsausschnitte sieht, ja, da wurden echte Fälle genutzt. Sein Kind zu verlieren ist wahrscheinlich das Schlimmste, was einem Elternteil passieren kann. Und das für den Plot eines nicht mal so guten FNAF-Fangames zu nutzen, ist einfach nur ein ekelhafter Move. Eine Sache, die man mit fast nichts toppen könnte. Außer mit dem größten deutschen FNAF-Fangame, was leider echt ekelhaft ist. Dormitabis, ein Spiel, das sein eigenes Video bekommen wird und deswegen fast ich mich kurz, ist extrem
krank. William, der hier Garvey heißt, ist nämlich ein verdammter Pedo. Garvey erzählt hier nämlich von einem seiner Opfer, das er heiß fand. Eine 15-Jährige, was auf so vielen Ebenen krank ist und das Ganze in einem FNAF-Spiel, wo zumeist schreckliche Themen von Kindermord in sehr gut verträglichen 8-Bit-Szenen vorzukommen, um niemanden wirklich zu verstören, zu platzieren, ist einfach nur ekelhaft. Aber in Dobitabis könnt ihr euch ganze Hörspiele von einem Pedo-William anhören. Was für ein beschissenes Feature. Das Ganze ist noch deutlich ekelhafter, wenn wir uns angucken, was die Interessen von dem Ersteller dieses FNAF-Fangames sind. Gut, sind die nicht bestätigt, aber das kursiert im Internet wegen dem Grund. Und die Person ist auch runtergetaucht, was meiner Meinung nach schon fast eine Bestätigung des Ganzen ist. Aber es sind nicht immer nur random Leute im Internet, die kranke Sachen in unserer Community machen. Manchmal sind es Content-Creator, die man mag, von denen man so viele Videos geschaut hat. Content-Creator wie Jonah Chrome. Er soll eine Online-Beziehung mit einer Minderjährigen gehabt haben. Und dies kam raus zum Release von Flamties 3, einem Spiel, auf das ich mich extrem freute und welches das erste Spiel der Fesper Fan Initiative war. Zum Glück ist er jetzt in Therapie, aber das hat mich so getroffen. Ich werde nicht verstehen, warum erwachsene Personen mit minderjährigen Kindern irgendwelche Beziehungen anfangen. Es ist einfach widerlich. Und Jonah Chrome ist ein YouTuber, der für mich das ist, was ich für euch bin. Eine Person, mit der ich so viel Zeit verbracht habe, dessen Videos ich geguckt habe, über dessen Witze ich gelacht habe. Es ist einfach nur widerlich, sowas dann herauszufinden und das erschüttert eine Person einfach zutiefst. Deswegen fühlte ich mich wegen diesem Fall extrem verraten. Und das ist einfach eine der schlimmsten Formen von Verrat, wenn er im Nachhinein merkt, dass jemand, von dem man gute Gedanken hatte, einfach eine sehr schlechte Person ist. Ich habe ja mal erwähnt, dass Theorien zu hitzigen Kommentaren und hitzigen Diskussionen führen. Und Theorien sind halt einfach ein extrem großer Teil unserer Community. Leider eskalieren die Leute gerne mal mit den Theorien und stellen sehr schwierige Theorien auf, die unter Umständen echten Personen schaden. Ein gutes Beispiel dafür ist Game Theory. Der gute MatPat hat eine Theorie aufgestellt, wo er eine Parallele zu einem Verbrechen gezogen hat, das echt schrecklich ist, denn in 1993 ging der ehemalige Mitarbeiter Nathan Dunlap in ein Chuck E. Cheese Restaurant und ermordete dort 4 Kinder. Und fucking Game Theory ist hingegangen und hat dazu eine Verbindung gezogen. Verdammte Scheiße, kannst du aufhören, echten Personen Leid zuzufügen, die dieses Video hoffentlich und wahrscheinlich nicht gesehen haben werden, trotzdem aber echte Personen mit so schlimmen Taten mit irgendeiner Theorie in Verbindung zu bringen. Verdammte Kacke, das ist so unfassbar dumm. Was aber noch dümmer ist, ist die Chuck E. Cheese Restaurantkette, denn sie waren richtig aggressiv gegenüber jeder Person, die sie mit FNAF in Verbindung gebracht hat. Ich meine, das ist ja verständlich, denn FNAF ist ja ein schlechter Look. Man möchte ja nicht, dass Leute denken, dass dort irgendwelche Leute ums Leben kommen, besonders die Kinder. Und deswegen haben sie jeden geblockt, der die beiden in öffentlichen Räumen in Verbindung brachten. Und wisst ihr, was sehr weird ist? Als der FNAF-Film droppte, haben sie andauernd irgendwelche Anspielungen auf die Kacke gemacht. Holy shit. Entweder hasst ihr FNAF oder ihr feiert es. Aber könnt das doch nicht einfach für Hype ausnutzen. Was ist das für eine Scheißaktion? Also Chuck E. Cheese, congratulations. You played yourself. Aber wo wir gerade beim Film sind, wusstet ihr, dass zum Release des Filmes regelmäßige Probleme mit FNAF-Fans auftraten, welche sich in den Kinos mit Leuten prügelten, die eine andere Meinung als sie waren und den Film scheiße fanden, was leider viele Leute waren. Und da gehen die hin und verkloppen die. Es gibt, ich blende es hier wahrscheinlich ein, Schlägereien dort. Wisst ihr, was aber noch verrückter ist? Dass so gut wie jedes Poster und Aufsteller in Kinos einfach verschwunden ist, weil Leute es geklaut haben. Das ist einfach nur komisch. Hört doch auf, solche Sachen zu klauen. Wo wir aber gerade bei verrückten Sachen sind. In dem Source Code des ersten FNAF-Spiels gab es eine Telefonnummer, die komischerweise einer Pizzeria gehörte, welche dann komplett mit Anrufen belästigt wurde. Nun geschah dies auch mit einer Pizzeria, die Freddy's hieß, aber mit einem IE. Nicht mal Freddy's mit Y. Nach einem Video von MatPat, wo er Leuten erzählte, dass sie draußen nach Hinweisen suchen sollten. Und nun wurden andauernd Pizza-Unternehmen belästigt, die Freddy's hießen. Es ist
eigentlich nicht lustig, denn Leute versuchen ihr Geld zu verdienen und eine Unternehmung zu starten und dann regelmäßig angerufen zu werden, nur um dann zu hören, wer ist Golden Freddy oder wer hat den Bein auf 80 Cent gemacht? Ist einfach nur dumm. Ich meine, hört doch auf, die Leute zu ärgern. Das Ganze ging sogar so weit, dass Leute ein scheiß Grab freibuddeln wollten. Und das ist ja wohl der Höhepunkt von unserer Community. Und das bloß, weil MadPat meinte, sucht da draußen nach Clues. Und dann denken irgendwelche Leute, wenn ich dieses Grab jetzt aushebele, was entfernt, was mit FNAF zu tun hat, dann werde ich das Rätsel lösen können. Ein Gedankengang, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Nun ist das Video lang genug und ich möchte alles in allem nochmal sagen, dass ich unsere Community extrem feiere. Ich hatte so viel Spaß hier in der Community, aber das alles sind reale Fälle, die so passiert sind und die wir nicht vergessen dürfen, damit wir die nicht nochmal machen. Das heißt, wenn ich irgendwann sage, hey, such da draußen nach Hinweisen, wie wir, keine Ahnung, FNAF 20 den Byte auf 2023 klären können, dann geht nicht raus und belästigt irgendwelche Unternehmen oder hebt irgendwelche Gräber auf. Das wird nicht helfen. Chillt einfach und macht keine Sachen von denen, die ich euch hier gerade genannt habe. Dann ist alles Gucci und unsere Community kann sich zu einer besseren weiterentwickeln und vielleicht wird sie dann nicht mehr so schlecht angesehen. Aus diesem Sinne. Und damit gehen Grüße raus an Paw Patrol, DH Shadow, Lefty, Giga, Mr. Ultimate, Sebastian Becker, Wim Van Damme, Sebastian Matzer, Fabius, Tristan Nerger, Mike, Goldgamer PG. Vielen Dank für eure immense Unterstützung. Relaxen Gaming, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao!